Wir alle lieben Videospiele, jedenfalls gehe ich mal davon aus, sonst wärt ihr wahrscheinlich nicht hier. Oft macht uns der Alltag dabei jedoch einen Strich durch die Rechnung und besonders lange Spiele bleiben auf der Strecke. Aber gerade jetzt im Moment bleibt für viele von uns ohne Weg zur Arbeit, Sport und soziale Verpflichtungen viel ungenutzte Freizeit, wenn ihr nicht gerade eure Kinder im Haus habt. Warum also nicht diese Zeit für Spiele nutzen, die für den normalen Alltag viel zu lang erscheinen? Deswegen widmen wir uns in diesem Video den Spielen, die uns den meisten Inhalt bieten und in die wir so die meisten Stunden versenken können. Dabei beschränken wir uns allerdings auf Singleplayer-Games und lassen MMOs, Endlosspiele und Service-Games außen vor. Was die Spielzeit angeht, orientieren wir uns an den Angaben der Webseite howlongtobeat.com. Dort reichen Spieler ihre Spielstände ein und es gibt sich ein guter Überblick über die Länge der Spiele. Wir nutzen zur Einordnung die durchschnittliche Spielzeit von Hauptquests plus Extras. Das erste Spiel in unserer Liste ist Dragon Age Inquisition. Es ist der dritte Teil der Dragon Age-Reihe und spielt einige Jahre nach Dragon Age 2. Die Welt ist von politischen Krisen und Kriegen erschüttert, Dämonen fallen in das Land ein. Unsere Aufgabe ist es, die namensgebende Inquisition aufzubauen, um der Bedrohung entgegenzutreten und die Welt zu retten. Und das dauert ganz schön lang. Selbst wenn ihr euch komplett auf eure Aufgabe konzentriert, seid ihr im Schnitt gute 46 Stunden beschäftigt. Nach oben sind aber kaum Grenzen gesetzt. Die meisten Spieler, die neben der Hauptquest noch die umfangreiche Story erkunden, haben etwa 87,5 Stunden im Spiel verbracht. Wer auch die hinterletzten Winkel der Welt erkunden will und sich dabei Zeit lässt, kann locker 277 Stunden in die umfangreiche Fantasy-Geschichte versenken. Allerdings ist Inquisition auch nicht ganz unumstritten, weil es auch eine Menge Müll zu tun gibt. Also wenn ihr das Spiel spielen wollt, lasst euch nicht von den Hinterlanden aufhalten. Als nächstes folgt Dragon Quest VII – Fragmente der Vergangenheit. Dabei handelt es sich um ein japanisches Rollenspiel, das ursprünglich 2000 für die PlayStation erschien und 2016 für den Nintendo 3DS neu aufgelegt wurde. Am Anfang des Spiels ist die Spielwelt recht klein, durch Zeitreisen wird sie für unseren Protagonisten aber plötzlich ungleich größer und vielfältiger. Das Spiel glänzt durch eine weite Vielfalt unterschiedlicher Inseln in Vergangenheit und Gegenwart, die alle eine eigene, toll erzählte Geschichte haben. Die riesige Spielwelt und über 50 Berufungen, mit denen man seinen Charakter individualisieren kann, bieten eine ganze Menge Inhalt. Nämlich alleine mindestens 59 Stunden und das nur, wenn man sich auf die Hauptaufgabe konzentriert. Im Schnitt haben sich die Spieler aber etwas mehr Zeit gelassen und mit ein bisschen Sidetracking etwas über 88 Stunden im Spiel verbracht. Wer wirklich alles finden und erledigen will, sollte mit etwa 136 Stunden rechnen. Das nächste Spiel in unserer Liste ist nicht nur besonders lang, sondern vor allem besonders gut. Divinity Original Sin 2 hat von der GameStar eine Wertung von 93 bekommen und wurde als Larians Meisterwerk bezeichnet. Unsere Aufgabe im Spiel ist, wie könnte es anders sein, die Rettung der Welt. Dazu kämpfen wir uns in abwechslungsreichen Quests mit spannenden taktischen Kämpfen vor und erfahren dabei die packende Hintergrundgeschichte der Welt. Wir können das komplette Spiel auch in Koop spielen, aber wer das nicht möchte, dem stehen hervorragende NPC-Gefährten zur Seite. Zahlreiche Skillungen und Spielweisen sorgen für eine abwechslungsreiche Spielerfahrung und viele der Quests haben unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten. Wenn ihr euch nur um das Wichtigste kümmern wollt, müsst ihr euch für Divinity Original Sin 2 mindestens 52,5 Stunden einplanen. Aber das Spiel hat viel mehr zu bieten als nur die Hauptquest, deswegen waren die meisten Spieler rund 93 Stunden im Spiel. Wer sich Zeit lässt, darf sich sogar auf fast 200 Stunden Inhalt freuen. Auch mit The Legend of Zelda Breath of the Wild seid ihr ziemlich gut bedient, wenn ihr ein herausragend gutes Spiel sucht. Die GamePro hat den Zelda-Titel mit einer 94 bewertet und bei Metacritic kommt es sogar auf eine Wertung von 97. Für mich persönlich ist es eine glatte 10, ohne Zweifel eines der absolut besten Spiele aller Zeiten und glänzt mit der meiner Meinung nach besten Open World, die es im Moment zu erkunden gibt. Die stärkste Waffe, die dieses Spiel aber gegen die üblichen Open-World-Probleme hat, ist der Gleiter. Mit diesem Stück Fortbewegungsmittel ist es einfach eine wahre Freude, die Welt zu erkunden und die Aufgaben zu bewältigen. Das geht theoretisch auch recht fix, denn wer genau weiß, was er machen muss, kann das Spiel durchaus in rund 4 bis 5 Stunden beenden.
Der aktuelle Speedrun-Rekord liegt bei sagenhaften 27 Minuten und 29 Sekunden. Absolut verrückt. Da wurde aber natürlich nicht viel gequestet. Tatsächlich gibt uns das Spiel die Möglichkeit, fast ohne Umwege direkt zum Endboss zu laufen, wenn wir das wollen. Wer aber der Story folgt, der braucht im Schnitt um die 93 Stunden. Wer sich ausschließlich auf die Hauptaufgabe konzentriert, kommt in etwa 50 Stunden durch. Wer das Spiel komplett und bis in die letzten Winkel erkunden möchte, darf sich auf etwa 183 Stunden Spielspaß freuen. Manchmal möchte man sich fragen, an welchen Gott CD-Projekt seine Seele verkauft hat, dass The Witcher 3 Wild Hunt auf fast jeder Top-Liste zu finden ist. Auch auf dieser hat es der Hexer mit seiner umfangreichen Story auf der Suche nach seiner Ziehtochter Ciri geschafft. Wahrscheinlich, weil er die Suche irgendwie nicht ganz so ernst nimmt und sich etwas leicht von Nebenquests ablenken lässt. Wer sich konzentriert, keine verlorenen Ziegen oder Pfannen sucht und sich wirklich Sorgen um Ciri macht, braucht mindestens 32 Stunden. Die meisten Spieler stecken aber knapp über 100 Stunden in die faszinierende Welt von Velen, Novigrad und Skellige. Denn rund um die Hauptstory des Spiels gibt es verdammt viel zu entdecken, verdammt viele Gegner zu töten, viele Frauen zu verführen und insgesamt eine unglaublich umfangreiche, spannende und tiefgehende Geschichte zu ergründen. Dazu ein packendes Kampfsystem und Completionists, die sich Zeit lassen, können durchaus 450 Stunden beschäftigt sein. Die Story von The Legend of Heroes Trials of Cold Steel spannt sich eigentlich über die komplette Trilogie. Wir wollen hier aber auf den dritten Teil eingehen, der fast nahtlos an den zweiten anschließt. Auch dieses Mal spielen wir wieder den Protagonisten Rean Schwarzer, hier in der Rolle eines Lehrers an einer Militärakademie. Wir sind verantwortlich für die Ausbildung der nächsten Heldengeneration, aber das ist natürlich nicht alles, denn alleine die Hauptstory dauert für den durchschnittlichen Spieler um die 60 Stunden, da tut sich natürlich mehr als nur ein bisschen unter. Fans berichten, die Zeit im Spiel vergeht wie im Flug zwischen großartigen Charakteren, spannenden Verwicklungen und einem tollen Kampfsystem. Die meisten Spieler waren damit knapp über 100 Stunden beschäftigt. Wer alle Details erfahren möchte, darf mit rund 137 Stunden rechnen. Und mit Xenoblade Chronicles 2 hat es ein weiteres JRPG auf unsere Liste geschafft. In Xenoblade Chronicles 2 geht es um den Protagonisten Rex, unsere Spielfigur, und seine Suche nach dem Elysium, auf der er sich durch die beeindruckende Spielwelt kämpft. Sorry, aber alleine die Hauptquest dauert über 65 Stunden, das ist nicht ganz einfach in wenigen Worten wiederzugeben. Es ist auf jeden Fall ein berührendes, wunderschönes und abwechslungsreiches Spiel und wurde von der GamePro mit einer 90 bewertet. Es bietet viele Freiheiten, eine bewegende Geschichte und vielschichtige Charaktere. Wer sich ein bisschen Zeit lässt und umschaut, kann die Spielzeit der Hauptquest auch locker verdoppeln. Im Durchschnitt haben die Fans rund 107 Stunden in der Spielwelt verbracht. Wer die Story komplett erfahren und alle Ecken und Winkel der weitläufigen Welt erkunden möchte, muss um die 260 Stunden investieren. Ihr habt darauf gewartet, ich habe darauf gewartet. Natürlich darf in dieser Liste The Elder Scrolls 5 Skyrim nicht fehlen. Tatsächlich ist es für mein Empfinden schon fast ein bisschen alt für eine Empfehlung. Immerhin hat es inzwischen 9 Jahre auf dem Buckel, aber da wir immer noch auf den nächsten Teil warten und man mit ein paar hundert Mods das Spiel durchaus wie ein modernes High-Fantasy-RPG aussehen lassen kann, hat es einen Platz in dieser Liste mehr als verdient. Die Story ist tatsächlich recht überschaubar. Wir spielen das Drachenblut und müssen den Untergang der Welt verhindern. Das geht an sich auch recht fix. Wenn man sich beeilt, braucht man für die Hauptstory nur knapp 20 Stunden. Aber zum Glück ist das Ende der Welt nicht unbedingt immanent, denn Skyrim glänzt nicht unbedingt durch die Hauptstory, sondern durch hunderte kleinerer und größerer Geschichten abseits dieser Quest. So werden aus 20 Stunden ganz schnell 116. Und wer wirklich alle diese Geschichten entdecken möchte, jede Höhle erkunden, sich jeder Gilde anschließen will, der darf sich durchschnittlich 245 Stunden in Skyrim aufhalten. Aber das ist wie gesagt nur der Durchschnitt. Ein Spieler hat bei How Long to Beat sogar einen Spielstand mit sagenhaften 2532 Stunden auf dem PC eingereicht. Und damit kommen wir zum zweiten Platz oder zu den beiden ersten Plätzen, denn beide Spiele hätten es verdient, an der Spitze dieser Liste zu stehen, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Eines dieser beiden Spiele ist Persona 5, ein weiteres brillantes JRPG. Es bietet einen genialen Mix aus Alltagssimulation und RPG sowie spannende, vielschichtige Geschichten, die durch schräge und abgefahrene Ideen eine ganz neue Spielerfahrung bieten. Es gibt zahlreiche unterschiedliche Möglichkeiten, das Spiel zu spielen und mehrere optionale Enden.
So ist jeder Durchgang anders. Falls man überhaupt dazu kommt, es mehrmals zu spielen, denn Persona 5 hat von den Spielen in unserer Liste die mit Abstand längste Hauptstory. Im Schnitt braucht man dafür 96,5 Stunden. Dafür ist der Unterschied zu einem Durchgang mit einigen Nebenquests nicht allzu groß. Die meisten Spieler haben für die Story mit ein bisschen Sidetracking etwa 112 Stunden gebraucht. Das heißt aber nicht, dass es nicht viel zu tun gibt. Langsame Completionists haben bis zu 287 Stunden im Spiel verbracht. Welches Spiel könnte nun also noch mehr Inhalt bieten? Das ist schwer zu sagen, denn an der Spitze unserer Liste steht ein Spiel, bei dem die Hauptstory gar nicht so lange dauert, nämlich Animal Crossing. Um genau zu sein, in diesem Fall New Leaf, wo wir als Bürgermeister oder Bürgermeisterin die Verantwortung über eine kleine Stadt übernehmen und sie aufblühen lassen. Wir pflücken Blumen, fischen Fische und ernten Ernte. Dazu kümmern wir uns um die Wünsche und das Wohlbefinden unserer Bewohner. Wer sich beeilt und nur das Nötigste macht, kommt da tatsächlich schon in nur 40 Stunden durch. Allerdings dauern viele der Dinge echte Tage, sodass wir oft viel Zeit mit Warten verbringen. Dennoch haben die Spieler von Animal Crossing New Leaf im Schnitt 208 Stunden im Spiel verbracht. Completionists waren im Schnitt sogar 457 Stunden beschäftigt und unter den Einreichungen auf howlongtobeat.com gibt es auch einen Fan, der rund 940 Stunden lang Animal Crossing New Leaf gespielt hat. Nun ist das Spiel allerdings durchaus schon einige Jahre alt und der Nintendo 3DS nicht mehr der Stand der Dinge. Der Nachfolger Animal Crossing New Horizons verspricht aber schon jetzt ähnliche Zahlen. Wer sich hier strikt an die Hauptstory hält, darf sich etwa 66 Stunden beschäftigen. Wie lange aber die Spieler brauchen, die mehr als nur das Nötigste erledigen wollen, ist noch absolut nicht absehbar, da man etwa ein Dreivierteljahr lang dranbleiben muss, um alles im Spiel zu entdecken, denn die Spielwelt verändert sich mit den Jahreszeiten. Animal Crossing New Horizons erfreut sich im Moment allergrößter Beliebtheit und hat bereits 2 Wochen nach Release alle Verkaufsrekorde auf der Nintendo Switch gebrochen. Derzeit liegt die durchschnittliche Spielzeit bei etwa 82,5 Stunden, da ist also noch eine ganze Menge Luft nach oben. Das war nun eine Liste der längsten Spiele. In welches Spiel habt ihr die meisten Stunden versenkt? Schreibt es uns in die Kommentare. Bei mir persönlich ist es nach wie vor Monster Hunter. Über 4 Spielgenerationen hinweg habe ich über 1200 Stunden gegrindet. Wenn ihr lieber viele Stunden mit anderen gemeinsam spielt, seid ihr mit MMOs bestens verdient. Was die besten aktuellen Vertreter dieses Genres ist, erfahrt ihr in diesem Video. Oder ihr legt mehr Wert auf schnelle Action, dann findet ihr hier die schnellsten Action Games. Vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.